Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Thementag. Heute wieder mal mit euren Themen und der Caro. Hallo! Nabend! Ja, genau, eure Themen. Deswegen fangen wir auch direkt an. Ihr habt wieder ein paar Kommentare geschrieben, die kommen erst wahrscheinlich so in der nächsten oder übernächsten Folge. Denn wir haben heute noch einige Kommentare, ich hoffe, wir kriegen die alle durch. Und zwar ist das erste Kommentar von Simeon LP. Huhu Rocky. Ich bin auch männlich und ich bin ja auch oft auf dem TS und so. Das war nämlich das Thema mit, wie ich es finde, dass sehr viele weibliche Community-Mitglieder bei mir in der Community sind. Und da hat er sich direkt mal eingeklinkt und so. Okay, Hashtag Thementag. Wann machst du eigentlich mal ein Video oder wieder einen Stream auf dem Leasa-Server? Das ist eine sehr gute Frage. Momentan, wie gesagt, ich habe ja gestern ein Video dazu gemacht, komme ich einfach zu vielem nicht dazu. Der Leasa-Server ist so ein Teil davon. Ich bin ja sozusagen der zur Verfügungsteller des Servers und finde es eigentlich auch sehr cool, was die da machen und würde das auch gerne sehr viel mehr unterstützen, aber ich habe einfach nicht mehr die Zeit dazu. Wenn man mal daran zurückdenkt, wie das bei Sepp Toffel ausging, dass ich quasi zum Schluss nur noch für diesen Server gelebt habe und sonst nichts mehr gemacht habe, möchte ich das einfach nicht mehr. Und deswegen klinke ich mich da so ein bisschen aus. Ich helfe sehr gerne, ich installiere immer noch das ein oder andere Plugin oder stelle es so ein, dass es richtig funktioniert und dass vor allen Dingen auch alles funktioniert, aber mehr möchte ich einfach nicht mehr machen. Und beim Stream würde ich sie auch sehr gerne unterstützen, aber das passt einfach zeitlich momentan gar nicht. Vor allen Dingen, weil es die einen Leute von euch wollen sowas sehen, die andere wollen sowas sehen. Es ist momentan extrem schwierig, einen Mittelweg zu finden, der für alle passt, beziehungsweise für die meisten passt. Und da gehört Leasa zurzeit leider nicht zu meinen Prioritäten, was das angeht. Ich denke mal, das hat deine Frage oder sollte deine Frage eigentlich beantwortet haben. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, schreib es gerne in die Kommentare. Falls doch, kannst du auch noch gerne ein Statement dazu abgeben, ob die Antwort dir gereicht hat und so weiter und so fort. So, gehen wir zur nächsten Frage. Sude the Nutella Corn. Erstmal sehr gute Folge, vielen Dank dafür. Hashtag Thementag. Also nur mal so. Was findest du über Pray for the World? Sozusagen Hashtag Pray for the World. Muss ich jetzt wieder googeln oder was? Caro, was ist Pray for the World? Weißt du das? Ja, ist es nicht so, wenn irgendwo ein Terroranschlag oder so ist, dass dann die ganze Welt quasi dafür quasi die Gebäude beleuchtet mit ihren Flaggenfarben und keine Ahnung. Ich glaube, ich bin auch falsch. Du musst googeln. Aber es gibt doch Pray for Paris, das weiß ich noch. Das war doch da, als dieses komische Konzert in die Luft gesprengt wurde von irgend so einem komischen Terroristen. Ja. Und dann ist bestimmt Pray for the World ist wahrscheinlich dann sozusagen, dass man betet für die Welt, weil die Welt so abstrus geworden ist. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Falls es nicht stimmt, belehre mich bitte. Was ich davon halte, ehrlich gesagt nicht besonders viel. Weil ein Hashtag verändert eben nicht die Welt. Das können ja theoretisch nur die machen, die hinter dem Hashtag sitzen, die einfach hingehen und sagen, hey, lass uns mal einen Hashtag machen und dann so eine Reichweite kriegen, dass sie für die ganze Welt stehen am Ende. Aber anstatt einfach mal hinzugehen und zu sagen, hey, wir machen wirklich aktiv was für den Frieden auf der Welt und gehen irgendwie in irgendeiner Form, ich weiß nicht, was es da alles für Möglichkeiten gibt, aber gehen halt wirklich gegen diese Leute vor oder schließen uns irgendeine Organisation an, die irgendwie hilft, Terror abzuwenden oder sonstiges, dann, ich finde den Hashtag eigentlich ziemlich unnötig. Sie sollten lieber aktiv was machen und gegen Terror kämpfen, gegen Terror vorgehen, einfach nur gegen Terror sprechen, Leute stark machen, dass sie nicht dem Islam beitreten, jedenfalls nicht diesem extremistischen Teil davon und das hilft, glaube ich, um Welten mehr, einfach mal diesen Leuten dann zu zeigen, hey, es geht doch anders, als einen Hashtag in die Welt zu setzen. Ich weiß nicht, was diese Leute, die den Hashtag machen,
alles schon in ihrem Leben gegen den Terror gemacht haben. Vielleicht sind da auch wirklich ein paar drunter, die da aktiv was gegen machen. Aber ich glaube eher weniger. Beziehungsweise, ich würde mal sagen, nicht mal 10% der Leute, die diesen Hashtag posten, machen dagegen wirklich was Aktives. Deswegen poste ich das auch nicht mehr. Als ich mich damit noch nicht so befasst habe, mit diesem ganzen Gedöns, habe ich es auch mal gepostet, einmal. Mittlerweile poste ich es, wie gesagt, dann auch nicht mehr. Und, ja, also wie gesagt, lieber aktiv was dagegen tun, als einen Hashtag zu posten. Ich denke, das ist verständlich, was ich meine. Kommen wir zur nächsten Frage. Oder Caro, was hast du dazu? Willst du noch was dazu sagen? Nächste Frage, okay. Shit. Ich muss gerade mal kurz nochmal hier meine Sachen brennen. Mein Po brennt. Moment. So, jetzt haben wir hier alles reingeballert. Und die nächste Frage ist von der Lissy. Und zwar ist die Frage: Wie stehst du dazu, wenn man Schule, Familie oder andere Dinge für den Computer oder das Handy vernachlässigt? Ich finde es persönlich mal interessant zu hören, was du dazu siehst, weil ich das auch eine Zeit lang hatte, aber zum Glück wieder eine einigermaßen gute Mischung gefunden habe. Und mir ist noch was eingefallen. Was hältst du von Selbstzweifeln durch zum Beispiel Mobbing etc.? Was ich davon halte, ist ziemlich schwierig auszudrücken. Theoretisch kann man davon nichts halten. Es ist halt einfach normal, dass man, wenn man auf krassem Wege... Was hast du denn gerade gemacht? Wenn man gemobbt wird, dass man dann anfängt, an sich selbst zu zweifeln und nicht wirklich mehr der stabilste Mensch ist, sag ich jetzt einfach mal. Also wenn man an sich selbst zweifelt, dann ist das ja echt ein Zeichen davon, dass es jemand richtig geschafft hat, dich zu verunsichern. Und das ist meistens ein sehr schlechtes Zeichen dann. Weil du es dann bist du hier quasi wie nennt man das denn? Dann hat dich jemand untergekriegt. Kann man das so sagen? Mhm. Und das ist, wie gesagt, gar nicht gut. Also, wie gesagt, Selbstzweifel durch Mobbing oder sowas. Wenn du sowas hast oder wenn da draußen jemand anderes Selbstzweifel durch Mobbing hat, dann sucht euch ganz dringend jemanden, der euch mal nicht mobbt. Weil dann seht ihr ganz schnell, dass es da wirklich tatsächlich Leute gibt, die euch mögen, wie ihr seid, und dass das vielleicht gar nicht stimmt, was dieser Mobber dann zu euch sagt. Und das geht meistens ziemlich schnell sogar. Das ist überraschend, wie schnell das geht. Man gewinnt im Internet, sag ich mal, doch extrem schnell Vertrauen zu anderen Leuten. Und einige Leute davon sind auch so anständig und ziehen dieses Vertrauen bis zum Ende durch und sind dann später irgendwie beste Freunde. Zwar halten meistens leider Internetfreundschaften nicht für immer, aber müssen sie auch nicht, ne? Ich meine, die Internetfreunde, die ich habe oder hatte, sind oder haben zu den schönsten Zeiten meines Lebens beigetragen und werden wahrscheinlich nie aus meinem Kopf verschwinden. Deswegen, wenn ihr gemobbt werdet, geht einfach mal online, sucht euch ein paar Leute, habt eine tolle Zeit mit den Leuten und lasst euch von niemandem unterkriegen, der euch im Real Life oder vielleicht dann sogar im Internet oder sonst irgendwas dadurch mobbt. Tut es einfach nicht. Tut mir den Gefallen und seid stark, meine kleinen Kartoffelchen. Ne? Oder was sagst du, Caro? Ich bin der Mann. Caro, ich stimme mir die ganze Zeit einfach nur zu. Das ist echt witzig. Ja, wenn du nur Schlaues sagst. Ich bin halt schlau. Okay. Nächstes Thema von Lissy, das war ja dieses mit dem Computer- und Handyzeug, ne? Ja, genau. Mhm. Wenn man Schule und Familie und so Dinge vernachlässigt. Was sage ich denn jetzt dazu? Es gab mal eine Zeit, da habe ich auch sehr viel Computerspiele gespielt. Also wirklich eigentlich ausschließlich. Ich kam von der Schule nach Hause. Ich bin eigentlich nur in die Schule gegangen, weil ich in die Schule gehen musste. Kam von der Schule nach Hause, habe mich hingesetzt und habe bis abends einfach nur Computerspiele gespielt. Und das nicht schlecht.
weil, ich weiß nicht, das war irgendwie damals so ein bisschen der Lifestyle und ich fand das total toll und voll entspannend und mit den Freunden die ganze Zeit brabbeln und Gaming und was weiß ich. Aber das ist absolut nicht gut, denn das bringt einen halt zu irgendwie gar nichts. Dadurch, dass du den ganzen Tag spielst, kriegst du nichts gelernt, du kriegst nichts, weiß nicht, du kriegst nichts von deiner Außenwelt mit, deine Eltern denken sich öfter mal, wo ist der denn jetzt oder sie denn jetzt? Und du vergisst auch teilweise ziemlich wichtige Sachen. Beispielsweise Termine sind dir irgendwann vollkommen wurscht. Du distanzierst dich da komplett von. Jedenfalls war das bei mir so. Es kann natürlich sein, dass das bei euch da draußen ein bisschen anders ist. Aber ich kann jedem auch nur empfehlen, bitte lasst euch da nicht so drauf ein und fangt nicht an, wie ich jetzt hier stundenlang vorm Rechner zu sitzen. Während eurer Schulzeit, nach eurer Schulzeit, was weiß ich, und lernt nichts dabei. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Deswegen, also distanzieren von der Schule oder von der Familie ist was ganz Schlimmes in der Hinsicht, dass es sich um Spiele dreht. Es rückt zwar alles mittlerweile so in diese Szene rein, dass die Leute sagen, schon immer jünger sind und immer früher sagen, hey, yo, komm, wir zocken jetzt mal eine Runde und dann werden aus der Runde 2 Runden und dann 3 Runden und dann 4 Runden und dann 5 Runden und dann siehst du plötzlich, oh, jetzt habe ich 8 Stunden am Stück dieses Spiel gespielt mit meinen Kollegen und hab quasi nie was von meinem Real Life mitgekriegt. Und das ist nicht der Sinn der Sache, denke ich. Das war auch wahrscheinlich nie der Sinn desjenigen oder der Person, die Computerspiele irgendwann mal erfunden hat und sich gedacht hat, hey, lass uns doch mal eine Runde zocken mit den ganzen Leuten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen und ganz viele Leute machen sich aber diese Vorstellung und flippen dadurch komplett aus ihrem Leben. Ich denke mal, das hat die Frage doch ganz umfassend beantwortet. Ich will es jedenfalls hoffen. Wenn das der Fall ist, wie gesagt, immer gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und die Mischung macht's auf jeden Fall, genau. Bei dem Thema auf jeden Fall. Die Mischung macht's, macht viel mit euren Eltern, lernt ein bisschen was und dann könnt ihr euch abends auch noch 2 Stunden hinsetzen. Die reichen nämlich vollkommen aus und einfach noch ein Spiel spielen. Gut, nächstes Thema. Julikorn, SSOLP und Hashtag Thementag. Was hältst du von YouTubern, die einfach nur aufs Geld aus sind? Die einfach nur wegen dem Geld zum Beispiel einen eigenen total schlechten Song rausbringen. Und nein, ich meine keine bestimmte YouTuberin, damit, die mit B anfängt. Okay, was ich davon halte? Ihr fragt immer, was ich davon halte. Theoretisch ist diese Frage so schnell beantwortet, dass ich einfach nur Ja oder Nein sagen muss. Deswegen versuche ich mich immer noch so ein bisschen länger zu halten und euch auch zu erklären, warum ich überhaupt die Meinung habe, die ich habe. Im Grunde genommen finde ich diese Leute... jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich finde sie nicht scheiße. Also, die sind ja auch nur Menschen. Stellt euch mal vor, ihr arbeitet irgendwo oder ihr seid selbstständig. Diese Leute sind selbstständig. Und das heißt, sie haben irgendwann mal, sind sie mal hingegangen und haben sich ein Gewerbe angemeldet. Beziehungsweise mittlerweile bei den Größen ist es wahrscheinlich schon kein Gewerbe mehr, weil sie Leute bei sich arbeiten haben in den meisten Fällen. Sondern eher, eigentlich ist es immer ein Gewerbe, aber halt irgendwie eine wirklich so eine GmbH. Also keine Ein-Personen-Gesellschaft mehr. Und das Ziel eines Gewerbes ist es immer. Egal um was es geht. Ob ihr jetzt irgendwo arbeitet oder sowas, fragt mal euren Chef in Zukunft oder jetzt, was sein Ziel ist. Und da wird er euch wahrscheinlich antworten, ja, Geld verdienen mit meiner Idee, die ich habe oder mit dem, was ich hier mache. Und im Grunde genommen macht Bibi nichts anderes. Ich meine natürlich, wen sagen wir jetzt? Darf ich Bibi sagen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich darf ich es nicht sagen, deswegen sage ich es einfach nicht. Im Grunde genommen macht diese Person ja nichts anderes. Niemand da draußen. Ob ich jetzt Bibi gesagt habe oder nicht, ist jetzt erstmal hingestellt. Gronkh macht auch nichts anderes. PewDiePie macht auch nichts anderes. Das sind einfach sehr kreative Menschen, die leben ihre Kreativität aus in ihren Videos, kriegen dafür Klicks und werden dann bezahlt. Und genau das ist das Ding. Das heißt,
ich habe das schon öfter mal zu den Leuten gesagt, wenn Bibi jetzt so einen Song rausbringt, es ist scheißegal, wie schlecht dieser Song ist. Sie generiert damit Views. Und diese Views werden im Endeffekt bezahlt. Und das, was sie erreichen wollte, nämlich Geld verdienen, die Gewinnerzielungsabsicht, die hat sie damit voll und ganz erreicht. Ich glaube, egal wie viele Dislikes sie da drauf hat, sie könnte von mir aus 1 Milliarde Dislikes auf ihr Video haben. Meint ihr, das juckt die? Das soll jetzt nicht heißen, dass man keine Dislikes verteilen kann, beziehungsweise braucht, weil das Video ist halt einfach nicht gut. Aber trotzdem, es juckt sie einfach nicht und deswegen, also im Grunde sind das einfach nur Menschen wie jedermann hier, jeder will Geld verdienen. Deswegen finde ich es eigentlich auch nicht schlecht, aber auf YouTube sollte das ja nicht das Ziel sein, schlechte Sachen zu machen und dadurch dann einfaches Geld zu verdienen sozusagen. Also wenn es jetzt irgendwie ein Musikvideo gewesen wäre, da, bei dem wirklich alles gestimmt hat, da war ja teilweise auch irgendwie so das Meaning des Textes so ein bisschen hinter Hot. Und wenn da jetzt wirklich alles gestimmt hätte, da hätte ich gesagt, okay, es ist vollkommen gerechtfertigt. Aber es war es einfach nicht, meiner Meinung nach. Deswegen, ja. Beziehungsweise, jetzt ist mir gerade noch eingefallen, Julian Bam. Julian Bam hat, glaube ich, in jedem seiner Videos, beziehungsweise in jedem zweiten seiner Videos, ein Product Placement eingebaut. Warum? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Oder guckt ihr Julian Bam? Warum tut er das? Genau, weil man durch YouTube mittlerweile, wenn man nicht wirklich auf jedem Video 5 Millionen Klicks hat, quasi recht wenig doch verdient im Gegensatz zu vor ein paar Jahren. Die Werbung auf YouTube ist mittlerweile so schlecht bezahlt, dass man eigentlich nicht mehr wirklich davon leben kann und wirklich nur die Dicksten der Dicken davon leben können. Also ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise gut davon leben können. Man kann mit 700 Euro im Monat natürlich auch über die Runden kommen, klar. Aber ich rede jetzt hier von mehreren tausend Euro, die den Leuten wirklich ermöglichen, sich auch mal was leisten zu können, was ordentlich ist, ohne auf irgendwelche Sozialhilfen oder angewiesen zu sein. Um die Frage jetzt nochmal abzukürzen, beziehungsweise die Antwort. Ich halte von denen eigentlich, wenn sie gute Videos machen, finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man damit wirklich eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Wenn es aber wirklich nur schlechte Videos sind, dann weiß ich nicht. Man kann mit schlechten Videos halt auch Geld machen, das ist halt das Ding. Da ist egal, wie viele Dislikes da drauf sind. Von daher sage ich jetzt einfach mal, ich distanziere mich von Leuten, die wirklich richtig grottigen Content machen, um nur Geld zu verdienen. Um einfach nur so viele Leute drauf zu ziehen, dass es immer, 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 immer mehr werden. Die ganze Welt hat darauf geguckt und das war halt der Vorteil von Bibi. Sie hat sich damit jetzt eine goldene Nase verdient. Aber daran hat halt niemand gedacht, dass man sowas nicht teilen sollte, beziehungsweise dann nicht populär machen sollte. Denn das ist genau das, was ihr das ganze Geld eingebracht hat. Aber okay, wir gehen zur nächsten Frage. Und zwar von Nice Game LP. Hallo Silvia. Was hältst du von Flüchtlingen? Schon wieder diese Frage. Was hältst du von irgendwas? Tja, was halte ich denn von denen? Wenn sie sich benehmen und unsere Sprache lernen, ist alles super. Dann werde ich mit jedem Flüchtling von mir aus in Zukunft allerbeste Freunde sein. Aber wenn diese Leute hierher kommen und hier dann einen auf Prolet machen, so von wegen, jo, ihr bezahlt mir alles und ich lerne auch nicht eure Sprache, obwohl ich jetzt hier bin und hier eine sichere Umgebung genießen kann, eure Sprache lerne ich dann trotzdem nicht und was weiß ich, ich mache eigentlich nur Probleme, indem ich laut bin, mich an keine Regeln halte, mich kann ja quasi niemand in den Knast stecken, weil ich ja Flüchtling bin, dann werde ich echt ein bisschen grantig. Also ich möchte nicht sagen, dass ich wirklich ausländerfeindlich werde in diesem Moment, aber ich mache mir dann halt so meine Gedanken darüber, wie das jetzt gerechtfertigt ist, dass ich täglich arbeiten gehe und diese Leute es nicht mal einsehen, auch nur ansatzweise ihre Füße von ihrer Couch zu bewegen. Wie gesagt, solange diese Leute respektvoll mit mir umgehen und respektvoll vor allen Dingen auch mit ihrer Umgebung,
Also mit unseren Ländlichkeiten, mit unseren Häusern, wo sie dann reinkommen oder sonstiges. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Leute. Wenn sie dann zu mir kommen und sagen, yo, kannst du mir mal helfen? Ich gehe zu denen hin und helfe denen. Kein Problem. Aber wenn sie irgendwas kaputt machen oder einfach nur hier sind, um so ein bisschen zu provozieren, sich einfach auf ihren Lorbeeren sozusagen ausruhen, dass sie jetzt ziemlich viele, ich sag mal, Hilfen kriegen, dann hört der Spaß bei mir auf. Und bevor ich jetzt hier noch was Falsches zu diesem Thema sage und mich damit so richtig hart in irgendeine Sackgasse reinmanövriere, sag ich einfach mal, wir gehen zur nächsten Frage weiter. Das muss reichen, Silvia. Es tut mir leid, aber das Thema ist echt heikel und heiß und ich weiß nicht so hundertprozentig, was ich dazu sagen soll, ohne mich eventuell irgendwo reinzureiten, wo ich gar nicht hin will. Gut, nächste Frage. Von Delina Marie. Hey Willi, Hashtag Thementag. Was hältst du eigentlich von Zwillingen? Zwillinge machen meistens Quatsch. Erfahrung von meinem Zwilling. Findest du den Quatsch bei Zwillingen gut? Meistens verarschen sie auch Lehrer. Wie würdest du dich dann eigentlich als Lehrer verhalten? Manche Zwillinge werden wegen dem auch gemobbt. Wie findest du das Ganze? Sorry wegen den ganzen Fragen. Okay, also Zwillinge an sich mag ich schon mal sehr gerne. Wir haben ja auch beispielsweise hier in der Community oder auf dem Teamspeak auch Julie und Emmy. Die sind ja auch Zwillinge und ich mag die beiden wirklich super gerne. Ich finde, Zwillinge passen einfach immer voll gut zueinander, was ja eigentlich auch so sein sollte. Die ergänzen sich einfach eins zu eins und es macht Spaß, mit den Leuten auch mal was zu unternehmen und einfach mal zu merken, dass sie auf der einen Seite total gleich sind und auf der anderen Seite irgendwie dann doch einen verschiedenen Charakter haben, weil der Charakter einfach nicht mit übertragen werden kann. Und das ist schon immer schön, muss man echt sagen. Dass Zwillinge Quatsch machen, ist auch klar. Nicht nur Zwillinge machen sehr viel Quatsch, auch anderweitige Geschwister, wie beispielsweise ich und meine Schwester, machen sehr viel Quatsch. Wir haben zwar noch keine Lehrer zusammen gemobbt, weil wir 10 Jahre auseinander sind, aber das kommt vielleicht auch noch irgendwann so in der Altersschule, abends so in der Abendschule. Und mal gucken. Also, ja, das warum erzähle ich euch jetzt, dass wir irgendwann mal irgendwelche Hirngespinste, keine Ahnung. Jo, aber an sich, also ich finde es nicht gut, wenn man das mit den Lehrern so richtig krass macht. Ich sag jetzt mal, einige Zwillinge können halt dann doch recht verwirrend sein, ne? Vor allen Dingen für Lehrer. Wenn dann plötzlich der eine Zwilling zum Termin von dem anderen auftaucht und das einfach viel besser kann, dann ist es halt so, dann kann der Lehrer da auch nicht viel dagegen machen. Ich meine, das bringt ja alles nichts. Nur so weit sollte man dann halt nicht gehen. Ich weiß jetzt nicht, was du unter Verarschen verstehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das halt so meinst, von wegen, du gehst dann hin und gibst dich für sie aus, aber sie gibt dich dann nicht für dich aus und was weiß ich. Dass die Lehrer halt so komplett confused sind und nicht mehr weiter wissen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich guck hier doch mal weg, die Kühe stehen mir alle im Weg rum. Wie ich mich dann als Lehrer verhalten würde, wenn ich Zwillinge in der Klasse habe oder hätte, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Seid ihr in derselben Klasse? Geht das mittlerweile? Weil ich weiß noch, zu meiner Schulzeit ging das nämlich nicht. Da wurden Geschwister und Zwillinge, beziehungsweise auch nur, wenn sie in der gleichen Familie waren, in irgendeiner Art und Weise, wurden die immer getrennt. Und das war auf der einen Seite zwar ziemlich gut, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, auf der anderen Seite aber zu dem Zeitpunkt, zu dem ich tatsächlich in der Schule war, richtig kacke, weil das einfach, ich glaube, es wäre viel, 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 viel spannender gewesen, wenn da jemand gewesen wäre, der einen wirklich sehr gut kennt und mit dem man wirklich alles, jeden Scheiß hätte machen können. Aber es sollte so nicht sein. Als Lehrer würde ich euch wahrscheinlich vor die Klasse setzen, besonders dich. Nicht Spaß, aber wenn sowas mir unterkommen würde, da würde ich wahrscheinlich schon sehr streng das Ganze verurteilen und versuchen, wieder Ordnung in das Ganze reinzubringen. Ich hoffe, das hat deine Frage jetzt beantwortet. Ich lese sie mal nochmal ganz durch. Manche Zwillinge werden auch gemobbt. Achso, das mit dem Mobben habe ich vergessen, ne? Mobbing von Zwillingen kann ich nicht nachvollziehen.
Warum auch immer. Ich kann Mobbing eigentlich nie nachvollziehen. Aber was mich mal interessieren würde, schreibt mal bitte in die Kommentare, warum Zwillinge gemobbt werden sollten. Also speziell Zwillinge. Gibt es irgendwas an Zwillingen, wofür man sie tatsächlich einfach mobben muss? Oder ihr Verhalten? Oder was? Warum mobbt man Zwillinge? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare und ich werde da sicherlich dann auch noch drauf antworten. Nächste Frage. Eine machen wir noch. Warte mal, wie viele Fragen haben wir denn überhaupt? 13. Okay, wir sind jetzt bei Frage Nummer 13 von 15 von der vorletzten Folge. Und dann haben wir noch ein paar Fragen, ne? Von der Daisy Knight vor Ort. Ich finde die Videos mega cool. Erstmal vielen Dank dafür. Hashtag Thementag. Was hältst du von den Leuten, die einfach jeden verarschen und nicht ernst nehmen? Ich habe selber einige in der Klasse, die so sind. Leider. Verarschen und nicht ernst nehmen? Habe ich gerade eigentlich schon beantwortet. Ich mag diese Leute eigentlich nicht. Habe ich ja auch schon mal gesagt, dass man einfach, wie soll ich sagen, man sollte doch miteinander leben. Wenn man jetzt weiß, okay, der andere ist witzig und der meint das nicht so, wie er es sagt, dann ist ja alles okay. Aber es gibt einfach Leute, bei denen kann man es nicht raushören. Mein Humor ist, wie gesagt, auch immer sehr speziell und manche Leute verstehen den halt einfach nicht. Deswegen muss ich auch manchmal aufpassen, was ich sage und muss mich manchmal ein bisschen zurückhalten. Aber Leute, die das halt wirklich extra machen, so zweideutig sprechen oder so, dass man einfach überhaupt keine Ahnung hat, meint das jetzt ernst oder ist er jetzt böse gestimmt oder wie auch immer, diese Leute mag ich nicht. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn sie es gegen unbekanntere Leute beziehungsweise einfach Klassenkameraden machen, um die zu nerven, um die zu mobben, um denen halt ein komisches Gefühl zu geben. Ich mag das einfach nicht. Das wird auch irgendwann blöd. Ich sag's euch. Man hat irgendwann da keine Chance mehr, richtig durchzublicken und findet alles irgendwie komisch. In Bezug auf diese Leute. Ich denke mal, ich hoffe mal, das hat die Frage beantwortet. Also, sowas hatten wir ja schon öfter. Schau dir einfach, wenn du es nicht gesehen hast, einfach nochmal die vorderen Parts an. Denn dort beantworte ich auf jeden Fall alles, was du wissen musst über das Thema Mobbing, über Verarschen, über alles. Und dann könnten wir die Folge, glaube ich, für heute schließen. Ich gehe mal runter zur Caro. Ich habe mir gerade schon wieder den Mund fusselig geredet. Caro, bist du da? Ja, hallo. Hallo. Und, oh, Caro hat voll ein... Ui. Schön, schick. Danke. Und dann sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst mir doch einen Kommentar und eine Bewertung da. Gerne auch nochmal neue Kommentare bzw. neue Fragen mit dem Hashtag Kartoffelthemen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es sind jetzt noch ein paar Fragen offen. Die arbeiten wir natürlich noch alle ab. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.